Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie im HD Remaster für die Xbox 300 und Sastus mit meinem Bruder immer noch. Hallo. Hallo. Im letzten Part haben wir Treasure Trovekov, glaube ich, beendet und ja, sind jetzt quasi vor dem dritten Level, dem nächsten Level. Und man sieht es auch, da oben ist es Klinkers Kevin. Ja. Wir haben noch einen Mumbo-Schädel. Ja, oh. Kann man da so hoch? Okay. Gut, dass ich da zufälligerweise noch mal raufgeguckt habe. Ich glaube, den hätten wir sonst wahrscheinlich vergessen. Okay, dann gehen wir mal rein. Das Level, wie gesagt, ist sehr interessant und hat eine, also nutzt ein Spielelement sehr stark, was ich nicht so gern mag, aber... Was wir alle nicht mögen. Was wir vermutlich alle nicht mögen, ja. Aber ihr werdet es hinter uns. Genau. Erstmal diese Musik halt. Es ist echt. Einen einzigen neuen Move könnt ihr in dieser Welt finden. Aber der ist gut versteckt, als ob. Ich muss gestehen, dass ich jetzt gar nicht mal weiß, welchen er meint, aber. Ach, tja, wie können wir denn da jetzt. Oh, so nicht. So, gut, damit sind wir ein Klingers Cavern. Man sieht erstmal, es ist ein bisschen schleimig hier. Ich muss sagen, an den Anfang vom Level erinnere ich mich gar nicht mehr. Eigentlich nur noch so sozusagen an die Haupthalle. Ach ja, hier erinnert sich ja die Kamera so stark. War das auf dem N64 auch so? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Ja. Na gut, okay. Okay. Ja, natürlich. Ich denke mal, dass wir da zu dem Mumbo-Schädel dann kommen, den wir gerade gesehen haben. Ah ja, ach, da muss man so, ne? Ja, alles klar. Ja, man sieht schon, hier sind lustige Gegner. Vorsicht. Oh. Das Vorsicht habe ich zwar früh genug gehört, aber viel zu spät realisiert. Also, dass es sich hier um einen Vorsicht-Gegner handelt. Ich dachte, es wäre ein Vorsicht, du fliegst gleich runter. Die spawnen nicht neu, ne? Gut. Ja, das war nicht getroffen. Ich warte lieber nochmal. Zum Glück lassen die immer wieder Heilung fallen. Oh Gott. Ach so, der Move. Den Move kriegt man hier wahrscheinlich. Ja. Okay. Ihr Glückspilze, ich bin eine goldene Feder in Verwundbarkeit. Bottles weiß mehr. Die haben voll schön gepfiffen. Aber da komme ich dann niemals rüber, oder? Doch. Okay. Aber das dumpfe Gefühl, dass das erste Level ist, wo wir sterben. Das könnte sogar wirklich, wirklich gut passieren, weil... Ja. 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 Und zwar noch nicht mal deswegen hier. Das ist noch harmlos eigentlich. Also gut, harmlos jetzt auch nicht, aber zumindest... Ja. So viel zu haben. Mann. Ich habe schon drauf gewartet, wann du endlich wieder so spielst wie bei Link's Awakening. Jetzt ist die Frage, welcher Wohlang ist jetzt schneller? Oder komme ich von der anderen Seite aus überhaupt dahin, wo ich jetzt gerade hin wollte? Mhm. Gut, glaube ich. Na dann gehen wir hier nochmal lang. Okay. Bin ein bisschen... unkonzentriert heute. Das ist auch total gefährlich, mit Kazooie da immer rumzulaufen. Ja, ich fühle mich da irgendwie wohler. Das ist viel zu schnell. Ja, das stimmt natürlich. Deswegen fällst du vielleicht auch immer runter. Nee, das ist ja, weil ich weggekickt werde. Das ist der Ginger. Oh, hi. Da wäre ich doch von der anderen Seite auch herangekommen. Dann hätte dich wahrscheinlich aber das Vieh wieder runtergekickt. Du wärst sowieso noch dreimal gelaufen. So, brauche ich gerade noch Heilung? Ja, ne? Ja. Oh, sogar genau drei, nice. Okay, also das war der erste. Hier oben scheint dann erstmal nichts weiter zu sein. Mhm. Oh Gott, ich muss niesen. Oh, Moment. So. Okay, dann gehe ich jetzt einfach hier runter. Die ganzen Eier sammle ich da unten jetzt mal nicht ein. Ich glaube, die brauchen wir nicht.
Gehen wir einfach durchs Rohr straight. Ja, viele Möglichkeiten gibt's nicht. Das ist leider korrekt. Okay. Und dann sammeln wir schön. Ja, das wird jetzt hier bestimmt wieder richtig lustig. Nee, da bin ich vorbeigeschwommen. Also man denkt, also ich denke mal, man sieht jetzt, welches Element ich meine. Und ich meine nicht die großen Zähne da hinten, sondern schwimmen. Das Level hat ein bisschen mehr Wasser als die anderen. Ja. Ich bin Klenker, der Müllzerkleinere, der alten Hexe. Ich brauche dringend frische Luft. Ja, das ist Klenker. Und vielleicht könnt ihr euch jetzt denken, woher der Name des Levels kommt. Hallo Klenker. Okay, erstmal wieder hoch hier. Den Scheiß Unterwasser machen wir später. Da komme ich nicht hoch. Okay, gehen wir jetzt mal hier lang. Das sieht doch freundlich tief aus. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Nee. Dann kannst du da auch so hoch. Ja? Ey. Wie überraschend, dass da ein Monster rauskommt. Ja, nee, das wusste ich ja. Ich wollte ihn mit Kasumi töten. So. Okay, es fehlt mir immer noch ein AP, aber ist nicht so wichtig. Aber von hier aus komme ich wahrscheinlich nirgends weiter hin. Oder? Mhm. Okay, na, dann gehen wir darüber. Wobei es auch da irgendwie so aussieht, als ging es nicht sonderlich viel weiter. Naja, du willst dich am Anfang des Levels vorm Schwimmen drücken. Ja. Man muss erstmal unter Wasser kramen. Ey, Mann, ich bin auch. Das stell dir nicht so an. Ich weiß gar nicht, warum ich den überhaupt angreife. Kannst, wenn du die Attacke machst, auch in die reinspringen. Echt? So, sobald Kazui pickt, das ist nicht schlimm. Achso. Ich dachte, sobald Kazui pickt, bleibt er an der Stelle stehen. Du musst eigentlich als erstes, um in dem Level erstmal weiterzukommen, Wasser. Klenker hochholen. Genau. Ich weiß schon, aber ich werde mich ja trotzdem erstmal umgucken. Zum Beispiel für die Heilung, die brauche ich jetzt halt gerade auch wirklich. Okay. So, danke für die Heilung. Nochmal voll machen. Okay, nee. Den Rest der Heilung lasse ich mal noch liegen. Können wir später noch einsammeln. Ich will jetzt aber doch nochmal gucken, ob es hier oben noch wohin geht. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon hier was bringt. Auf jeden Fall bringt es erstmal eine Note. Ach, ich gehe jetzt erstmal lang. Sorry, Ei. Ich denke mal, von dem brauchen wir jetzt nicht 100 Stück hier. Wir können wir 100 oder 200 tragen? 100. Okay. Oh, Kamera wechseln nicht. Okay, hier scheint aber auch nichts weiter zu sein. Ja. Gut, dann fliege ich nochmal nach rechts weiter. Aber auch das sollte uns wahrscheinlich nicht sonderlich weit bringen. Warte, trotzdem mal gucken, ich glaube, da war noch eine. Nee, okay. Oh, das wäre jetzt vielleicht keine gute Entscheidung. Na gut. Dann war das da hinten. Hier waren noch zwei andere Tunnel, da ein anderer Tunnel. Da ist noch einer. Im Prinzip erstmal halt ganz in die Mitte runter, Klenker, ganz runter und ins Wasserpositiv machen. Na okay, dann gehe ich erstmal hier ganz runter. Es ist schön, dass hier die Kamera, also die, ich sag mal, die Farbe des Screens relativ gleich bleibt. Das ist nicht ganz unten. Das ist nicht ganz unten. So. Das musst du jetzt aber auch nicht schaffen, das musst du wahrscheinlich erstmal wieder auftauchen. Na, dann tauche ich gleich mal durch den Tunnel hier durch, wenn wir schon mal unten sind. Das wird auch schwierig. Nee, das schaffe ich. Oh Gott. Oh. Hm. Keine Sorge, mit der Luft schaffe ich das. Wir haben nur noch drei, oh Gott. Das schaffst du nicht. Ich schaff das. Du schaffst es nicht? Ich schaffe das. Wir sammeln das alles gleich wieder neu ein. Ich schaff's nicht, ich flieg schwimmen raus. So, einmal durchgeschafft, siehst du, das war doch mein Ziel. Schwimm hoch! Okay, alles safe. Die Hälfte der Noten vergessen? Nein, nicht vergessen, sondern einfach nicht geschafft. Du musst jetzt aber einsammeln, sonst vergessen wir die nachher. Ja, das ist leider korrekt. Ja, hast du das so ausgesucht? Ja, ich habe mir das so ausgesucht. Okay, wie viel waren das jetzt hier noch? Du.
Du, es kann so schön gehen, wenn man einfach auf dem Boden ganz normal und gerade schwimmt. So, nochmal auftauchen. Das ist nicht gegen Klenker gegen. So, ganz unten ist... Wo? Ganz unten unter ihm da. So eine Grube. Da, wo seine Kette runtergeht. Ah ja, ich sehe schon. Du erstmal ganz weit runterschwimmen, dann darfst du da unten die ganze Zeit Luftblasen einsammeln, dass du nicht ertrinkst. Ich erinnere mich. Noch ein Ginger einsammeln. Viel Spaß. Oh, bin doch gar nicht da. Okay. Ich erinnere mich. Ich musste so das Ganze schon mal machen. Ich hoffe, du verkackst es nicht. Ich hoffe, das durchaus auch. Ich sehe nur leider nicht viel gerade. Kannst die Kamera auch drehen. Ja. Aber rechter Stick, dann muss ich die Hand von der Schwimmtaste nehmen. Okay, was muss ich tun? Vielleicht sammle ich erstmal nicht die Noten ein. Du musst auf jeden Fall durch den Schlüssel schwimmen. Dreimal, glaube ich. Und dahinter dir ist so ein Fisch, der dich mit Luftblasen versorgt, weil du sonst gleich ertrinken musst. Ja, dann gehe ich da jetzt mal hin. Wenn du gegen einen Fisch schwimmst, bist du auch tot. Ach so. Ja, die Kamera. Also Kamera dreht sich nicht mit übrigens gerade. Schwimm einfach. Nicht stehen da. Jetzt schnapp dir erstmal die Blase. Ich komme nicht gegen. Ne, das war's wahrscheinlich schon. Ich sehe den nicht, kann die Kamera nicht drehen. Aber du musst weiter schwimmen, nicht stehen bleiben. Ja, ich schwimme ja die ganze Zeit. Ja, schwimmen. Ich halte die ganze Zeit X gedrückt. Okay, also der schwimmt hier nochmal. Aber dann kann ich jetzt zumindest ein bisschen vorsichtiger mit den Gegnern oben sein. Also du sagst alle. Ist es echt so, dass man alle Noten neu einsammeln muss? Ja. Aber waren hier vorhin keine? Nein. Hä, echt jetzt? Warum steht 23 Noten? Dann haben sie es gepatcht. Also. Das ist. Normalerweise bei der N64-Version wurde immer der Rekord gespeichert, was man beim letzten Mal hatte. Ja, die Noten sind hier wirklich nicht mehr. Du musst ja jetzt... Ja, dann haben sie es wirklich geändert. Bei der N64-Version war es so, wenn du gestorben bist, musstest du alle Noten wieder einsammeln. Dann hattest du einen Rekord, zum Beispiel 23, aber wenn du 100 haben wolltest, musstest du alle 100 wieder einsammeln. Das ist ja dann etwas einfacher gemacht. Und du bist dir ganz sicher, dass das nicht in TUI erst war, oder...? 100%ig sicher. Okay. Na gut, dann sage ich jetzt einfach mal, okay, ich bin glücklich. Weil darüber will ich mich nicht beschweren. Ja, dann versuchen wir das Ganze einfach nochmal. Ich kann ja mal kurz googeln, aber bin mir ziemlich sicher, dass das bei der N64-Version nicht so war. Okay. Und dann schwimme ich jetzt einfach ganz schnell durch den Schlüssel. Die Noten holen wir uns anschließend. Warum? Na, weil ich das jetzt mal geschafft haben will. Ja, die Kamera versaut es mir leider gerade wieder. Schwimm einfach weiter immer. Komm, jetzt kriege ich die Luftblase hier. Danke. Ich weiß, schnappt euch meine Blasen, wenn die Luft knapp wird. Okay. Ah, Ginger habe ich jetzt auch schon gehört. Ach, da ist er. Das schaffst du. Hol dir einfach immer mal seine Blasen jetzt. Nicht die, die er hochpackt, sondern die, die er direkt vor sich spawnt. Ja, dann schwimme ich jetzt einmal kurz hier rum. Und dann... Dann mal wieder füllt eine Blase. Jetzt kümmere ich erstmal die Blase. Nee, dreh dich. Ja, ich kann mich so schnell nicht drehen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich ertrink wieder. Bring hierfür vielleicht auch die Unverwundbarkeitsdinger was, wenn ich das erstmal hole. Oh, jetzt sind. Okay. Als Maulwurz. So, dann gehen wir da nochmal hin. Wir schaffen das schon noch. Du wolltest unbedingt anfangen. Nein, ich wollte nicht unbedingt anfangen, aber ich war gerade dran mit dem Controller. Weil du das letzte Puzzleteil eingesammelt hast. Das außerhalb von Trevor. Habe ich das? Ja. Am Ende des letzten Parts. Keine Sorge, Leute, das habe ich nicht vergessen. Okay, also nochmal darunter. Restliche Noten, Jinjo und durch den Scheiß schwimmen. Aber ich schwimme jetzt erst durch den Scheiß. Oder hol mir erst... Ach, keine Ahnung.
Jedenfalls müssen wir es erstmal runter schaffen nochmal. Mal wieder. Ich mag das Level jetzt schon nicht mehr. Also doch, ich finde es eigentlich total cool. Hol dir erstmal den ganzen Kram da unten. Ja. Dann kannst du, falls du ertrinkst, dich danach immer noch auf den Schlüssel konzentrieren. Muss die Noten nicht mehr einsammeln. Mhm. Und den Jinjo. Ja. Die Hälfte der Noten hast du noch eh schon. Mindestens. Ja, ich glaube zwei Noten haben noch gefehlt. Dann sieh zu, dass du die erstmal kriegst. Ach, kannst du mal nicht in meiner Kamera rumschwimmen, danke. So, hallo Jinju. Jetzt schnell zur Note. Ich sehe sie nicht. Die Kamera ist echt schlimm. Hol dir die Blase. Naja, schaffe ich nicht. Da schwimme ich dagegen. Ja, daneben. Ich hole mir jetzt die Note und dann. Mach doch jetzt eine Blase direkt vor. Ja, das konnte ich doch nicht wissen. Dann macht er doch die ganze Zeit. Wo ist er? Nein! Mann! Oh, das ist echt ätzend. Okay, dann machen wir jetzt den Schlüssel. Kann sich aber auch anstellen. Nee, die Steuerung ist echt scheiße. Nee. Unter Wasser. Das muss man mal echt so sagen. Nee. Doch. Die ist wirklich ziemlich scheiße. Die ist eigentlich sehr simpel. Wenn man nach links drückt, bewegt man sich nach links. Wenn man nach rechts drückt, bewegt man sich nach rechts. Ja, und die ganze Zeit muss ich dabei dieses X und A, ja. Und mit X schwimmt er immer viel zu weit und mit A schwimmt er immer viel zu langsam. Und das fickt mich gerade ganz schön. Aber wir kriegen das hin. Wir müssen jetzt nur noch einmal runter, siehst du? Alles locker Kokain. Ja. Wie oft hat Klenke das jetzt eigentlich schon gesagt? Viermal? Vier oder fünfmal, so oft wie wir jetzt gerade für das erste Puzzleteil brauchen. Ja. Aber es ist nur das erste. Danach gibt es viel besser. Ich habe es nie geschafft. Ich auch nicht übrigens. Ging beim letzten Mal auch weitaus angenehm schneller. Mhm. Aber ich wünschte, ich könnte euch das einfach zeigen. Aber das Problem ist, ich habe meinen Spielstand damals natürlich nicht aufgenommen. Deswegen, ja, kann ich euch das jetzt leider auch nicht beweisen. So. Dann jetzt nochmal den Schlüssel finden. Der ist hier, sehr schön. Was macht er? Guck, das habe ich überhaupt nicht gesteuert. Ihn da hin. Doch, du hast einmal den großen Schwung gemacht. Dann macht er halt auch erstmal den großen Schwung. Ist egal, von welcher Seite ich reinschwimme. Ja. Aber bei solchen Sachen ist das Paddeln einfacher. Dreh dich. Hatte ich vor. So, jetzt musst du dir aber trotzdem noch eine Blase holen. Und so. Ja, das mit der Blase schaffe ich aber ganz einfach nicht. Dann musst du es nochmal machen können. Das bleibt doch so. Sicher? Ich glaube ja. Ich meine, dass ich später nochmal ertrunken bin. Oder ist direkt vor mir. Eine Blase direkt vor der Nase. Also. Mach den großen Schwung. Wollte ich doch gerade. Er macht's nicht. Okay, jetzt mal. Jetzt hoch mit dir. Ah. Schwimm. Bitte. Benjo. Schwimm mal nicht gegen die Kette. Ich sehe leider schwer, wo ich gegen schwimme. Ah. Na, das war ja eine schwere Geburt. Ja. So, jetzt holen wir euch erstmal ganz kurz hier die Noten. Okay. So, die Note hier noch. Und die hier noch. Und die auf dem Rücken noch und dann. Ja, und hier. So. Friss das! Da! Oben! Bitte! Wo ist es denn? Hä? Es gibt auch einen anderen hohen Sprung, mit dem man hören kann. Aber man kann natürlich das Spiel auch in die Länge ziehen. Man kann, aber wir machen das natürlich nicht. So, dafür darfst du jetzt Klenker sprechen. Bist immer nicht in der Tonwe. Habe ich zu viel Müll gefressen. Bitte hilf Klenker. Ich hole mir jetzt erstmal ein Leben, weil ich hier der ganzen Sache nicht so vertraue. Ist natürlich verständlich. Aber würde ich dich bitten, natürlich nicht gegen das Vieh zu springen. Sehr schön. Wo geht's denn? Später. Okay. Geh jetzt erstmal einen guten Klenker helfen. Okay, das ist okay. Ah ja, stimmt, dafür waren die Platten, ich erinnere mich. Mit das war nicht die Taste. Ja. Nee.
Drei hat es auch wieder ausgehalten, oder? Yeah. Okay, ja, jetzt wird's interessant. Hier, wir sind nämlich jetzt in Klungo. In Klenker natürlich. Was wäre gewesen, wenn man von der anderen Seite reingegangen wäre? Dann wäre man von der anderen Seite reingekommen. Ich meine, hier war jetzt ein Mumbo-Schädel. Wäre da auch was gewesen? Kann schon sein. Kann sogar sein, dass da ein Puzzleteil ist. Können wir gleich nochmal gucken. Ja, sicher, sicher. Aber man kommt jetzt gar nicht mehr hoch, ne? Oder? Man sieht auf jeden Fall von hier aus jetzt erstmal nichts. Ja, weil jetzt auch noch zu ist. Ja, genau, deswegen. Ich hätte gedacht, es fliegt vielleicht schon in der Luft rum oder so. Ja. Na gut. Kann man nicht hoch, oder? Ne. Ja, dann wird er schon seine Gründe haben. Ja, gucken wir dann nochmal. Ja. So, und das sind die gewissen Unterwassergegner, die ich übrigens meinte. Tentakelviecher. Ach du Scheiße. Okay, ich bin sehr froh, dass du das hier drin machst. Oh Gott. Ich weiß, ich erinnere mich hier, für das Ding habe ich wirklich viele Anläufe gebraucht. Oh ja, das hat gedauert, bis ich das geschafft habe. Das sind nur noch die beiden danach, oder? Nee, das ist noch so ein ganz kleiner. Ah ja. Ja, aber das sollte machbar sein. Ich hätte es wahrscheinlich noch verkackt, aber für dich sollte das ja noch. Okay, was passiert? Ein Puzzleteil. Achso, also Klinkes Magen wird gefüllt mit Magensäure wieder, oder was? Mit Wasser. Oder so. Mal noch kurz die Noten nehmen. Ja. Aber da geht's doch auch irgendwo hin, oder? HP also, gibt's hier. Ja, auf jeden Fall zu HP. Aber dahinter. Also mal erst noch eine Note. Da geht's ins Wasser. Ah. Ist das der Ausgang? Das sind die Kiemen, glaube ich. Ah ja, ich erinnere mich. Okay. Das heißt, das ist wohl jetzt wieder mein Part. Ja, okay, wir machen noch 3 Minuten. Mal schauen, ich denke mal, zum nächsten Puzzleteil kommen wir nicht mehr. Ich weiß nicht, wie lange wir am Anfang gerade noch mit Louis gebraucht haben. 6-7 Minuten, glaube ich. Ja. Ja, dann passt das. Also unsere Aufnahme hier ist jetzt eine halbe Stunde lang, fast. Aber ich glaube, wir sollten ein paar Zeit jetzt vielleicht bei 23, 24 Minuten sein, ja. Nee, da kannst du noch rein. Oh. Außen. Achso. Kannst du irgendwo an den Seiten jetzt hin fliegen, 18 Minuten, oder? Okay, na dann machen wir das mal schnell. Ja, ich hab schon gesehen, kann das sein. Hast du, glaube ich, auch schon den neuen Move, oder? Naja, das war später. War hier nicht das mit den... Nee. Boah, ich weiß nicht, ob ich vielleicht nicht doch erstmal zu den Seiten reingehen sollte. Geh doch jetzt einfach dahin. Okay. Na, dann gehen wir hier erstmal lang. Ja, doch, ja, hier ist es, genau. Ich wollte gerade sagen, ich soll das mit den Kreissägen. Ja, ja. Die Unverwundbarkeit. Haben wir ja schon gehört. Mit diesem Move schützen dich Kazuis Flügel wie ein Schutzschild. Cool. Macht mich das unverwundbar? Halte den rechten oder linken Spiel, einfach keine Antwort gibt, gedrückt und drücke den rechten Stick nach rechts. Okay. Halte den rechten oder linken Schalter gedrückt und bewege dich mit dem linken Stick. Setze diese Aktion mit Bedacht ein. Sie benötigt Goldfedern und du kannst nur 10 davon tragen. Hier hast du 5 dieser wertvollen Federn. Ihr habt bereits alle... Ja. Moment, also den rechten oder linken Schalter gedrückt haben und den... Du musst den einen Trigger gedrückt halten und den nach rechts. Nach rechts ziehen. Weil das Ding quasi die C-Knöpfe sind, wenn 64 imitiert ist. Ja, verstehe. Okay. Ach gut, na, dann bin ich jetzt direkt hier beim nächsten Puzzleteil. Ja. Krass. Und jetzt muss man zurück auch wiederkommen mit den Federn. Ja. Na gut, aber dafür hat man ja gerade 3 bekommen. Ich muss sagen, ich erinnere mich gar nicht, diese Unverwundbarkeit noch häufig in einem Spiel verwendet zu haben. Tja. Hast du noch brauchen auf jeden Fall.
So, dann werden wir jetzt mal die Seite auschecken. Ich werde das mal da runter gehen. Ja, besser ist. Also Noten und das Tauchen, ja, genau, das dauert deswegen ja sonst zu lange, wenn du das machst. Richtig, ist vielleicht besser so. Ich nur noch zwei Leben. Das wird so schnell hoffentlich nicht mehr vorkommen. So, jetzt müssten wir hier, genau. Kann ich eigentlich auch reinschwimmen oder ging das nur raus? Ich glaube, das ging nur raus. Nee, okay. Okay, tatsächlich auch rein. Noch einmal die andere Seite auschecken. Da hätte man natürlich auch von der anderen gleich reinschwimmen können, aber das ist egal. Ich hätte einmal außen rum schwimmen müssen. Ja, ist richtig. Achtung, Tentakel. Oder keine Ahnung, was es sein soll. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er Krebs oder so. Ich hoffe nicht. Ja, da ist, glaube ich, nichts gewesen, aber ich habe irgendwie das dunkle Gefühl, dass da doch irgendwas ist. Ach so, ja, schon. Ja, scheiße. Okay, schon eine dritte von fünf. Ja, das ist natürlich ein wunderschöner Ort, um sich hinzusetzen, ja, unter Wasser beim Tentakel im letzten Drecksloch in, ja, Klenkers Körper. So. Du musst aber sagen, es ist eigentlich, ich würde mal sagen, relativ schade, dass die Jinjos hier wirklich einfach nur Jinjos sind, weil in Benjutui haben die noch eine viel tieferen Sinn. Ja, ich wollte die Kamera drehen. Ich werde nochmal kurz checken, ob da irgendwas an dem Zahn, ja, war. Okay. Auf dieser Seite ist es schon viel besser. Die Belohnung habe ich verschluckt. Ich zah. Ich wusste es. Ja. Wenigstens kannst du jetzt gleich wieder rausgehen. Das ist korrekt. Okay, dann haben wir vier. Okay, dann tauche ich. Ach, tauche ich. Spannend, ich gehe hoch. Tauchen und das, ja, Gut, ich wollte jetzt eigentlich durch einen Tunnel gehen, aber... Nee, geh mal hoch am besten. Ja, genau, mache ich auch. Geh auf seine komische Schraube, die da mal... Ja, genau, das hatte ich vor. Nee, vorne. Ah, da kann man auch rein, aber da kommt man eigentlich nur in den Kopf. Da kommt man da rein, wo du vorhin hochfliegen wolltest. Denn jetzt nimm nicht Kazooie, sonst fällst du runter. Okay, dann machen wir das aber trotzdem hier ganz vorsichtig und langsam. Ja, schon mal ein bisschen für das vorletzte Level üben. Ja, allerdings. Und für das letzte auch. Und für das erste Level von Benjutui. Oh, das neue Extra-Leben, wenn ich das noch interessieren sollte. Wäre vielleicht nicht schlecht. Also, ich verliere nicht so viele Leben bei Benjutui. Ja. Okay, ja, hier hast du den Controller. Bitte? Ich kann es ja holen gehen. Ja, sicher ist sicher. Dann haben wir hier links einen Tunnel und da hinten einen Tunnel. Oder von Klenker hinten kommt man doch auch da hoch hin, wo der Momos Schädel war, ne? Okay. Und hier unter Wasser weiß ich nicht, ob in den anderen Tunneln noch Noten sind. Das sind auf jeden Fall goldene Federn. Das ist noch ein Ginger-Tunnel, glaube ich. Ginger. Ja, puh. Aber erstmal das Extra-Leben. Besser ist das. Ja. Gute Federn können wir... Aber davon konnte man auch irgendwie 200 tragen, oder? Oder auch nur 100? Erstmal, glaube ich, 100. Das konnte man aber, glaube ich, erweitern durch die Cheats in der Sandburg. Aber die machen wir natürlich nicht, Leute. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, dass, wenn man Cheats benutzt, die Erfolge auch deaktiviert werden. Hä? Ja, gab es nicht sogar einen Erfolg für Cheats? Nee, für Cheeto. Naja, und für aber Cheeto... Aber ihn finden. Naja, aber gut, aber... Aber nicht benutzen. Das ist ja ein legitimes Spielelement, diese Cheats zu benutzen. Man kriegt sie ja von Cheeto. Aber irgendwas habe ich da gelesen, dass es die deaktivieren soll. Aber ich keine Garantie. Ich mache jetzt erstmal das hier, weil ich die Befürchtung habe, dass du hier sterben würdest. Ihr sind mutierte Krabben. Das Puzzleteil gehört uns. Nur im Kampf geben wir es her. Sind wirklich ganz schön eklig mutiert, das muss ich sagen. Ja, Spiel ist schon ein bisschen grausam. Aber trotzdem einfach eins der geilsten Spiele überhaupt. Ja.
Wir noch so viele. Und so funktioniert auch Gegner killen. Das ist gut zu wissen. Ihr Krabben haben verloren. Dieses Puzzleteil ist euer Lohn. Yeah. Dankeschön. Da muss ich wieder zurücktauchen. Ja. Shit. Das wirst du ja gerade so hinkriegen. Ja, na klar. Natürlich, ich habe ein bisschen Vertrauen. Das mit dem, mit der Unverwundbarkeit, die Gegner killen, wie ich das gerade gemacht habe, das wirst du noch öfter brauchen im Spiel. Zum Beispiel in der 6. und in der 7. Welt braucht man das ziemlich oft. Ja. Ich weiß wieder, welche du meinst. Ist das so? Ja, da gibt es nämlich ein paar Gegner, die man nur damit tot kriegt. Ah ja. Also in Welt 6 weiß ich, was du meinst. Okay. So, ich würde jetzt ganz gerne erstmal nochmal kurz hier auf Klenker drauf. Hm. Am besten machst alles, was oben ist, und ich mache alles, was tauchen. Ja, wir haben noch einen offenen und einen verschlossenen Tunnel hier unten im Wasser. In einem einen verschlossenen ist, glaube ich, Puzzleteil drin von der einen Seite. Ja, du solltest dann sowieso, wenn du wieder runter gehst, mal gucken, ob du den Jinjo findest. Ja, ich tauche dann mal ein bisschen. So, funktionierte das hier so einfach? Ja, du musst da, damit kommst du, glaube ich, ganz oben da irgendwie noch hin. Boah, oh, mir wird richtig schlecht gerade. So, da ist das nächste Puzzleteil. Oh, das ist aber noch zu. Kann ich das aufkacken? Ich glaube nicht, dass es geht. Schieß, ah ja. Ja, ja, genau das meinte ich ja mit aufkacken. Okay, nice. Ich wäre sonst jetzt hier runter zu dem Mumbo-Schädel gegangen. Aber gut. Das ist schon Nummer 6 oder 7, oder? 5, 6, 7. Und hier geht's zu dem Mumbo. Und natürlich noch Noten. Davon haben wir erst knapp 80 jetzt. Also wenn wir hier durch sind, sind 80. Ja, okay. Ja, schon. Das meinte ich mit reinspielen. Verstehe. Einfacher. Ich dachte, dass man dabei Schaden bekommt, aber gut. Dann macht das hier 84. Ein paar haben wir da oben noch gesehen, aber da kommen wir von hier aus, glaube ich, nicht hin, oder? Ich muss kurz gucken, ich wollte das mal. Hier gibt es, glaube ich, noch so eine Sprungplatte. Ne, die ist da drüben. Schau mal. Ich gehe jetzt zu deinem Bedauern erstmal wieder ein bisschen oben lang. Warum? Ich meine, ja, ist okay, klar. Okay, ich werde erstmal durch den einen Tunnel da tauchen. Ja, vielleicht ist das besser. Was ist der? Ja. Nee, den hatten wir schon. Nein, du hattest den da unten. Da waren die Noten drin, oder? Da ist jedenfalls nichts mehr drin. Ach so, ja, ich dachte. Ja. Ich muss. Okay. Ich weiß, ich meine, die komische Röhre hier unten, wo ist denn jetzt? Da. Ja. Aber ich glaube, da sind nur goldene Federn. Aber Jinjo kann natürlich sein, ne? Schon immer. Okay. Dann war halt noch das andere Rohr mit den Eiern, aber da braucht man natürlich nicht nochmal reingehen. Okay. War der nur so kurz? Na gut, dann gehen wir da weiter. Ja, da unten ist auf jeden Fall ein Puzzleteil drin. Ja, da muss man durchtauchen. Aber willst du nicht erstmal hier unten durch den Tunnel tauchen? Also durch den Tunnel tauchen? Soll ich nicht lieber das Puzzleteil da machen, weil das komplett mit Tauchen verbunden ist? Hier ist noch ein Tunnel. Ja, da kommt man zu dem Puzzleteil. Ach so, krass. Weil auf der anderen Seite war ja auch nur ein Tunnel. Das wird doch für dich sonst wieder hier so ein Krampf. Ja, ich denke mal, so ein Ding hätte ich auch geschafft, da weiß schon. Aber das Problem ist, du musst mir dann hier jetzt wahrscheinlich unter Wasser den Controller geben. Ich schwimme einfach schnell zurück. Nein, das tust du nicht. Wir müssen hier bei den Rules bleiben. Okay, es wird gar keine Sequenz angezeigt. Wie freundlich. Man kann übrigens X gedrückt halten. Ich weiß. Gut. Weil du es die ganze Zeit so drückst. Ja, dann mach das noch ein bisschen schneller. Achso. War beim N64 auch so. Dann hat er die Animation kurz vorher abgebrochen und wieder neu angefangen. Und war ein bisschen schneller. So, dann kannst du jetzt da die Sprungplatte benutzen und so. Achso, sonst wäre ich jetzt da runtergegangen, aber gut. Ja, spar dir doch das Tauchen wieder. Ja, ist vielleicht besser. Wir brauchen die Leben noch. Ja. Ja, stimmt, wenn man bedenkt, dass wir erst in der dritten von neun Welten sind. Mhm. Aber hey, wenn wir das Level hier geschafft haben, haben wir schon ein Drittel des Spiels fertig. Oh, ich wollte eigentlich den Part beenden, wir sind bei 39 Minuten. Also natürlich, so jetzt nur bei, was weiß ich, 35 oder so. Na, dann mach das doch. Ja, ich warte noch schnell. Oh. Okay, hier ist gerade kein Gegner. Gut, dann war's das jetzt erstmal. Den Part, sorry, dass der so lang geworden ist. Wir versuchen darauf zu achten, die
kürzer zu machen. Oder so. Oder so. Tschüss und bis dann. Bis dann.